Guten Morgen. Ich habe nur eine Stunde geschlafen. Wir haben 9 Uhr und um 8 bin ich erst eingeschlafen. Ich habe irgendwelche komischen Meditationsvideos gehört zum Einpennen, aber irgendwie hat es erst sehr spät geklappt. Ich habe euch jetzt schon mit geweckt, weil ich euch meinen Ausblick zeigen wollte. Er ist offen. Und auch wenn mich das beim Einschlafen sehr gestört hat, also weil ich noch sehr empfindlich bin, weil ich gerade erst angekommen bin, aber es war voll schön, weil ich draußen die Vögel gehört habe. Wir treffen uns um 9 zum Frühstück. Wir haben jetzt 9. Ja, Jaco, du solltest dich beeilen. Aber sie haben gestern gesagt, naja, wenn um 9:30 noch Leute fehlen, dann dringen mir weil den Gong. Also die Inder nehmen das sowieso nicht so genau und ich werde jetzt auch nicht lange brauchen. Deswegen hüpfe ich jetzt ganz, ganz schnell unter die Dusche. Und dann gehen wir mal zum Frühstück und checken ab, was hier geht. Das ist aber schön hier. Das sieht schön aus. Ich will, dass zu Hause bei mir auch alles offen ist und sonnig. Frisch geraspelte Kokosflocken. Auszeichnung im Dorf erhalten für als Biotippbetrieb. Wir sind als Bio Lehr- und Demonstrationsbetrieb arbeiten wir auch. Wir sind in Sri Kandamangalam. Ja, begonnen haben wir hier vor ein paar und 25 Jahren. Und damals sind meine Eltern, wir sind drei Geschwister, wir sind damals nach Indien gekommen. Es ist ein sehr anderes Erlebnis als in Deutschland gewesen. Und es war auch noch vor der Liberalisierung, das war 1989 sind wir hergekommen. Das heißt, es gab so gut wie nichts, wenn man aus Deutschland herkommt. Und vieles gibt es auch immer noch nicht. Aber, an internationaler Globalisierung und an internationalen Produkten hat man hier jetzt keine, zum Beispiel das Handy und das Klingeln, hat man keinen Mängel. Und man erhält inzwischen hier alles, was früher nicht... Früher, als wir gekommen sind, war das wir hatten eine der ersten Autos. Für das Telefon hat man noch 10 Jahre gewartet. Heute hat jeder ein Handy, ob man ein Dach über dem Kopf hat oder nicht. Auch der Fokusflüger, man müsste ihn mit dem Handy anrufen oder man würde mit ihm WhatsAppen und man würde fragen, ob er diese Woche kommen kann, um die Kokosnüsse zu pflücken. Meine Eltern haben lange Jahre in Deutschland gelebt, über 20 Jahre, und hatten dann entschieden, dass sie in Indien etwas aufbauen möchten. Irgendwie weitergeben, was sie auch in Deutschland erfahren haben. Sie haben dort studiert und gearbeitet und so kamen wir her und angefangen haben wir mit kleinen Projekten, das werden wir auch sehen, eine kleine Nähschule aufgebaut. Mein Vater ist Agrarwissenschaftler und hat dann in dem Bereich, hat er sich auch promoviert und hat dann hier angefangen, Mischkultur anzubauen, das heißt für den eigenen Bedarf. Man sollte die eigene Lebenssituation verbessern und man müsste, also man muss die eigene Familie ernähren können. Ja, so viel zu Beginn. Jetzt können wir einfach hier. Das ist Passionsfrucht. Also es gibt auch Orangene, das ist die grüne Sorte. Okay, grün. Das ist die grüne Sorte. Wenn man die Kinder nirgendwo findet, sind sie da oben. Das ist ja auch ein Traum, oder? Ja. So ein Baumhaus. Baumhaus. So was wollte ich immer bauen und bin nie weiter als mit dem Brett an den Baum gekommen. Pfeffer an der Palme. Hier ist halt noch nicht. Da wird alles aus dem gleichen Pfeffer gemacht. Der ist noch nicht. Reif, aber man kann trotzdem reinbeißen. Der wird würzig genug sein. Das ist gerne essen die Kühe.
Die Bananenblätter, könnt ihr euch vorstellen, was man mit denen noch machen kann? Mal kochen. Das wird unser Teller sein. Und in der Bananenstaude selbst, das Innere bei den jüngeren Bananenstauden, ist auch ein Gemüse. Man isst hier die Banane nicht nur reif, man isst die Banane auch als Gemüse. Und das Innere der Banane, das isst man auch. Das ist eher sehr saftig und das ist cholesterinsenkend. Meine Muttergeneration, sie hat noch schwimmen gelernt. Aber sag ich mal, meine Generation, meine Cousinen, die auch dort aufgewachsen sind, können nicht schwimmen. Man macht das nicht. Das ist Tabu. Hilfe. Als Frau. Und was war anders vorher? Und deine Mutter noch schwimmen lernte? Das war liberaler, oder man hatte nicht diese übermächtiges Schamgefühl. Es war auch sehr üblich, dass die Frauen am Wasser baden gehen, am See, man geht baden. Das sieht man auch in den hinduistischen Geschichten oder Epiken. Nimmt man so ein Blatt und so alternative egal, und isst das und dann hat man niemals Probleme mit dem Rachen und den Zähnen oder irgendwie sowas, hat sie gesagt. Und da haben meine Eltern die ganzen Häuser sehr viel aufgekauft, um die dann zu erhalten, weil es wäre so traurig, das Ganze zu verlieren. Wer wohnt hier? Wie krass ist das denn? Ja, hier wohnen. Du hast einen Garten! Hier ist nicht Küche. Nicht, dass ihr falsche Erwartungen hier oben hier. Hier ist definitiv nicht Küche. Hier ist Yoga, oder? Ja. Oh, schön. Eine offene Yoga-Halle. Geht es besser? Ich glaube nicht. Guck mal, hier habt ihr dann die Mantras, dass man schön mitlesen kann, wenn das neu ist. Und dann kann man das sehen. So Leute, jetzt geht's irgendwie shoppen. Ich bin so kackmüde, ey. Boah, ich brauche wirklich Schlaf. Aber wir treffen uns jetzt erstmal und keine Ahnung. Die wollen irgendwas kaufen. Ich schau mal, was da kommt. Hi, ja! Wir haben genau abgezählt sogar. So Leute, wir gehen jetzt in so einen Sari-Shop. Ich habe zwar schon einen Sari, aber eigentlich nicht so einen, wie ich haben will. Deswegen gucken kostet ja nichts. So Leute, hier ist großes Anprobieren. Ich habe auch was an. Birgit, präsentieren Sie sich. Die Farbe ist echt richtig gut. Ich habe mir auch so ein Moped gekauft. Es ist ganz ordentlich. Ich zeige euch das später mal. Ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr nach Indien kommt, ne, man wird irgendwie immer kitschiger. Also ich kann euch mal zeigen, mich gucken hier dann auf einmal so Sachen an und ich denke dann, dass ich die unbedingt haben muss. Sowas wie sowas. Das würde ich ja in Deutschland niemals kaufen, wisst ihr? Also Leute, das ist ein traditioneller Sari. Wenn man das richtig macht, muss man den auch selber binden. Ja, das muss ich noch lernen. Und das ist eine Kunst, ne? Puh. Aber es sieht sehr schön aus. So Leute, die anderen shoppen weiter. Ich bin mal alleine losgelaufen. Ach, und die gewohnten Blicke. Man fällt auf wie ein bunter Hund. Oh, ich habe jemanden aus meiner Gruppe gefunden. Was esst ihr denn da Schönes? Steakbrot vom Kollegen da hinten. Sie riecht nach Curry. Sind Zwiebeln und das probieren. Willst du ein Stück abmachen? So Leute, ich bin wieder zurück im Zimmer und gegen meines Plans habe ich jetzt doch was gekauft, weil wir irgendwie morgen auf so eine Feierlichkeit gehen und alle wollen da so traditionell hingehen, deswegen habe ich mir auch was gekauft. Und ich packe das jetzt mal aus, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe es jetzt mal so hingelegt, wie man es tragen würde. Einmal dieses Moped, kleidartige Tunika-Gerät mit dem Schal und darunter dann so eine Hose, die raffen sich hier unten irgendwie. Das war eben noch voll der Akt. Die haben das hier nämlich, wo ist es?
zusammengenäht und ich weiß nicht, wie die Inderen da reinkommen, aber ich komme da nicht mehr mit dem Fuß irgendwie durch und jetzt haben die hier so einen Knopf für uns alle da dran gemacht. Ja, genau. Und ich glaube, ich ziehe das aber jetzt noch nicht an. Ich ziehe das erst morgen an. Und dann zeige ich euch das mal. Jetzt sehe ich eh aus wie ein Arsch mit Ohren. Und morgen macht man sich dann so ein bisschen schick. Genau. Ja, und jetzt gehe ich mal zum Essen. Alter, ich habe Hunger wie Scheiße, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dann gibt es so traditionellen Tanz und Musik. Ich muss mal schauen. Ich bin zwar tierisch müde, wirklich. Ich fall fast aus den Latschen. Aber das nehme ich jetzt noch mit. Genau. Let's go. Es gibt eine Sache, über die ich mich sehr, sehr doll freue. Ich muss gerade leise reden. Ich schäme mich ein bisschen. Ich kann mein Lieblingskleid wieder anziehen, weil es hier Sommer ist. Ja, oh Gott, wo muss ich hin? Ich glaube, ich werde es bis zum letzten Tag nicht schaffen, dieses Esszimmer zu finden. Hier gibt es so viele Orte. Mega gruselig aus. Es tut mir leid, dass es so dunkel ist, Leute. Ich lag schon im Bett. Ich habe total verpennt, den Tag zu beenden, weil ich so im Arsch bin. Der Tag war richtig cool, aber Alter, ich habe letzte Nacht nur eine Stunde geschlafen. Ich bin so glücklich, jetzt ins Bett zu kommen und ich habe auch ein paar Stunden. Ich habe eben schon gemerkt, dass meine Intelligenz ein bisschen am Schlafmangel leidet. Habe versucht auszurechnen, wie viele Stunden ich schlafen kann und war so bei 23 Uhr, 24 Uhr, 25 Uhr, 26 Uhr, 27 Uhr und habe erst bei 28 Uhr gemerkt, dass es keinen Sinn ergibt. Deswegen werde ich mich jetzt mal ganz schnell aufs Ohr hauen und wünsche euch eine gute Nacht und macht euch auf was gefasst, denn morgen ist ein indischer Feiertag und wir gehen in einen Tempel und ich glaube, das wird cool. Ich habe keine Ahnung. Lasst es uns auf uns zukommen. Schlaf gut, träumt was Süßes und zieht euch morgen früh eine frische Unterhose an. Ein frischer Schlüpfer macht den Tag gleich um vieles besser. Schlaft gut, das habe ich schon gesagt. Oh, ich bin so verwirrt, Leute. Gute Nacht, wir sehen uns morgen.